you can't take it back, no. I've got so much left to say, but Bravo, hier Leitstelle kommen. Hört sie, kommen sie. Ja, unter der Position... Wie heißt du? Fahr mal. Unter der Position Foley ist aktuell ein Zamak, welcher vom Moonfeld kommt. Eventuell können sie den mal kontrollieren, fährt gerade Richtung Airfield kommen. Ja, so verstanden. Wir werden uns mal auf ihre Position begeben. Bravo, Ende. Wo sind die denn? Mit Sirene, also mit Blaulicht oder ohne? Fahr einfach. Du siehst ja, Foley, ne? Die fahren gerade Richtung Airfield. Du kannst jetzt gleich links abbiegen beim bei der Hauptstraße. Fährst Richtung Treibstoffraff, ja? Jo. Machst du dann das OP oder soll ich? Machst du? Ne, mach ich dann. Haku hier, Bravo, komm. Haku hört sie kommen. Die Position war voll, ey, komm. Ja, positiv, der fährt jetzt gerade auf dem Airfield drüber. Und am Mondfeld sind auch noch weitere LKWs kommen. Ja, so verstanden, wir ziehen mal die anderen Bravo-Einheiten dazu, Bravo Ende. Bravo 1 hier, Bravo, komm. Bravo 1 hört. Ja, unter der Position Foley ist momentan ein Zemek, den wir verfolgen. Der kommt vom Mondfeld. Halten sich doch mal ums Mondfeld auch ein bisschen auf, denn dort sind noch mehr Zemeks, die wir eventuell gleich rausziehen könnten. Komm. Okay, so verstanden. Wir begeben uns auf den Weg zum Mondfeld. Links, auf der Straße. Ja, ich seh's. Anhalten dann, gelb. Mach's gelb. Gelb nochmal. Bravo 1, hier Bravo, komm. Bravo 1, ja. Korrektur, begeben Sie sich bitte mit Sonder- und Wegenrechten zu unserer Position. Der Zemek weigert sich anzuhalten, komm. Okay, so verstanden. Wir sind in ungefähr 2 Minuten vor Ort. Verstanden, Ende. Bleibt dahinter einfach. Ja. Bis Bravo 1 kommt, dann können wir Scheiße machen. Oh, ich habe vorher noch Tanks und wir haben noch knapp ein Drittel Sprit. Ich fahr mal rechts. Pass auf. Och. Jo, sorry. Drück mal H. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Die Hände hinter den Kopf. Widerstand ist zwecklos. Lass dich etwas weiter vorne raus. Ja. Ah, nee, okay, Offroad. Hier kommen wir voraus. Sag du Bravo mal, das. Das hat sich so gerade erledigt. Jetzt reicht's. Pass auf! Oh Gott! Bravo, hier Bravo 1 kommen. Na okay, weiter. Jo. Fahr. Hört, komm. Ja, Bravo 1 ist komplett ausgeschaltet, komm. Ja, haben wir leider so gesehen. Wir hängen uns mal hinten weiter ran. Keiner überlebt, komm. Negativ, wir sind alle am Boden, komm. Ja, verstanden. Ich hoffe, die Feuerwehr ist schnell da. Wir bleiben mal hinten dran, komm. Okay, so verstanden. Bravo 1 Ende.
Jetzt brauchen wir keine Ankündigung mehr. Nee, aber fahr da nicht rein. Fahr da nicht rein. Fahr lieber vor. Nein, ich bremse jetzt und baller den raus. Nein, ja genau, aber fahr vor. Fahr vor. Vor ihn fahren. Weil sobald du ausgestiegen bist, die Waffe ist auf dem Rücken. Da hast du nicht genug Zeit. Da ist er schon wieder weg. Links, links, links. Jetzt. Okay, weiter. Wir müssen vereinzelt daran. Weiß, wo er noch geradeaus, ist. Geradeaus. HQ hier, Bravo, komm. HQ hört sie kommen. Position? Ah, links, 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 links. Jo. Wo ist er? Dann hinten links, hinten, weiter links, weiter links, weiter links, weiter, 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 weiter. Da. Schon gesehen, Ende. Links. Unser Sprit ist langsam. Ja. Rechts, ja. Rechts. Meinst du, schaffen wir es hier auf der Geraden? Treffen? Wie schnell sind wir gerade? 75. Naja. Wir müssen vorfahren ein bisschen. Fahr vor. Und jetzt. Brems. Ja, Moment. Jetzt. Rechts, 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 rechts. Du darfst nicht zu weit vor. Schaffst du es, einen Nagelband zu werfen, wenn wir aufschreiben? So, der weicht aus, der sieht ja das, ja. Und direkt jetzt anhalten. Ah, ich bin tot. Bist du, lebst du? Ja, noch? Ich leb noch. Deswegen nicht reinfahren. Ja, ich bin ja nicht in ihn rein. Ich, ich habe ihn gestoppt. Okay. Ich bin zu spät ausgewichen. Ich wollte ihn überholen. Ich muss die Karre reparieren. Meinst du, kommt da ein Feuerwehrmann? Ja. Mann, die Karre soll schnell reparieren. Ich hoffe nicht, dass er läuft, sondern dass er noch fährt. Der fährt echt noch. Sind die Räder disabled, ja, oder? Ich hab was getroffen. Ach, komm, 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 komm. Ich lass dich mal zurück hier, ne? Ja, ja. Sorry. Kein Problem. Wart mal bei Bravo 1 zum Start. Der läuft. Hallo. Achtung, hier spricht die Polizei. Die Hände hinter den Kopf. Widerstand ist zwecklos. Wenn du Lust und Zeit hast, kannst du mit Stabilisierung kommen, Schröder. Bist du denn? Beim Schmuckhändler. Stabil ist Weihnachten. Ich hab noch 4 Minuten. Wird ihr schafft mit der Sportlimo? Nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Probieren. Einmal leise, bitte. Die Hände hinter den Kopf. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Die Hände hinter den Kopf. Widerstand ist. Hab ihn. Ja, okay.
HQ hier, Bravo, komm. HQ hört sie kommen. Täter gefasst, komm. Super, perfekt, kommen. Bravo, Ende. Was ist los? Ich weiß nicht, ob ich gerade gleich gelootet werde, weil jetzt ich habe ein Auto gehört, das langsam gefahren. Danke. Ja. Falls. Ich muss kurz die Karre holen. Oh Mann. Hey, wie mache ich das denn jetzt mit dir? Ja, fahr du mit dem ins Oh nee. Schröder, wie sieht's bei dir aus? Ich muss hier einmal kurz in Gewahrsam nehmen, unser Auto. Ah, okay. Ja, wenn du es in 1,5 Minuten User noch schaffst. Hat der dich da ausgeraubt gerade? Ja. Hat der? Weiß ich nicht. So komisch wie das klingt, war ich noch nie in diesem Wagen. Bravo hier, Bravo 1, komm. Unvorstellbar, Hört, komm. Ich weiß. Aber benötigen Sie noch weiter unsere Unterstützung oder Können Sie mich stabilisieren? Komm. Wäre gut, ein Kollege ist gefallen, der liegt noch bewusstlos am Boden, wenn Sie den stabilisieren könnten, komm. Okay, wir werden uns sofort dorthin begeben, nachdem der Feuerwehrmann uns wieder Sprit in die Karre gefüllt hat, komm. Verstanden, Ende. Ah, wäre auch knapp, ich habe noch 1 Minute 35. Okay. So, guten Tag, der Herr. Also, schönen guten Tag. Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie angehalten haben? Hä? Könnte noch klappen, meinst du? Oh, weiß, 30 Sekunden, ja. Bevor es fertig gewesen wäre. Bravo, hier Charlie kommen. Bravo, hört Sie kommen. Begeben Sie sich mal mit zur Sicherheit einmal Umkreisung des Schmuckhändlers. Da sollten gleich 3 Personen mit einem roten. Fahren wir mal hin. Mit einem roten Geländewagen oder einem roten SUV dort ankommen. Die haben gestohlene Ware von einem Herrn, den ich gerade in der Kontrolle habe. Diese Sachen natürlich in dem Falle beschlagnahmen, wenn die Personen die noch haben, natürlich in dem Falle abnehmen und dann dem Herrn wiedergeben. Ich werde auch gleich einmal den Namen durchgeben, kommen. Ja, verstanden. Bitte nochmal die Gegenstände, kommen. Diamanten, kommen. Verstanden. Ende. Gleich Taser, wenn sie versuchen zu verkaufen, oder? Wir stellen uns da gleich einfach. Ah. Oh Gott! Dann fahr lieber rechts statt ins Haus. Links. Nee, links konntest du ja nicht mehr, da war schon zu spät. So, und jetzt einfach hier hinstellen. Na, nicht versteckt, kannst dich offensichtlich da hinstellen. Ja, so auch nicht. Schon an der Seite. Geparkt. Du meinst. Bravo hier, Bravo 1, komm. Hört, komm. Ja, wir nehmen uns mal die Tankstelle drauf. Bravo hier, Leitstelle, komm. Bitte drum. Bravo, hört, komm. Können Sie die Tank an bei Lacker übernehmen, komm. Verstanden. Bravo, wir sind bitte. Schon dabei. Verstanden, Ende. Also wir bleiben hier, oder? Ja, ja. Bravo hier, Bravo 1, komm. Hört, komm. Ja, wir bräuchten eventuell Unterstützung. Wenn es wirklich so ist, was wir denken, dann sind das 3 Personen, komm. Verstanden. Trennung, Bravo 2, komm. Nicht einsatzbereit, kommen. Verstanden. An alle Einheiten, Verfolgungsjagd, roter SUV auf meiner Position, benötigen Unterstützung, kommen. Charlie hier, Bravo, komm. Kommen Sie. Handelt es hierbei um den, den wir am Schmuckhändler erwarten, komm. Positiv, der flüchtet gerade Richtung, unbekannte Richtung, also über Land, jetzt gerade wieder über die Straße. Ja, so verstanden, wir werden uns mal gleich dann auf Ihre Position begeben, komm. Das ist so verstanden, begeben Sie sich nur schnell mit hin. Wir begeben uns schnell dahin, Ende. Ja, Charlie, zur Information, die LAÜ unterstützt Sie ebenfalls.
Charlie hier, Bravo, komm. Kommen Sie? Name der Position, komm. Position aktuell DP27, fahren jetzt über Landstraße. Ah, ich sehe, komm. Wer kümmert sich um Lacker? Bravo 1. Okay. Also Bravo 1 hier, Bravo, komm. Ist links, oder? Ja. Jens hört? Ja, wie schaut's aus, komm? Keine Ahnung, Rauch bleibt trotzdem vorhanden, aber... Oh nee, da oben. Scheiße. Sie steigen aus. Gas. Wir werden bedroht, wegfahren oder wir schießen. Ich fahr weg. Fahrt weg, genau. Ja, verstanden. Halten Sie, hier ist das HQ. Halten Sie die Lage so weit wie möglich im Schach. Wir kommen jetzt hoch und unterstützen Sie aus der Luft. Negativ, wir können nichts machen. Wir stehen hier mitten am Wasser. Wir haben keinerlei Möglichkeiten hier. Sirene aus. Du fährst jetzt so gleich... Jetzt musst du mich looten. Ja, ich mach gleich. Fahr geradeaus, weiter noch. Viel weiter. Ja, verstanden, wir treffen in 9 Kilometern ein. Wir werden dann mal gucken, dass wir die wiederfinden und dann kontrolliert hochnehmen. Auf jeden Fall roter ist, so wie die sind hier immer noch im Wald. Geradeaus noch. Ja, verstanden, wie viele Personen? Fangen Sie an. Links. Geradeaus. Ja, also verstanden. Wir fangen die ab. Blau also verstanden, 7 Kilometer bis eintreffen. Als Information, Bravo wird die Wege von Sophia abkennen. Die befinden sich hier mitten im Wald. Ja, ich vermute aber dennoch, dass sie nicht südlich von ihnen flüchten werden, komm. Gehe ich auch stark von aus, weil das mitten im Wald ist und direkt am Wasser. Die nächste links. Ja. Die nächste links, das ist jetzt circa 100 Meter. Ah, okay, ein bisschen mehr. 200. 100. Ja, hier jetzt. Ja. Charlie, hier Bravo, komm. Kommen Sie, Bravo. Fahrzeug war ein roter SUV. Komm. Positiv. Verstanden. Wir stecken fest. Aussteigen, wenn Sie kommen und. Nee, erstmal. Wer steckt fest? Sie oder Sie? Wir positiv. Wir müssen die erstmal wiederfinden. Geradeaus. Ja, sehr gut. Wir können sie nicht liften. Wir können sie höchstens abholen und mitnehmen. Jetzt da rechts. Gleich. Kann man eine Einheit auf? Wir versuchen es jetzt erstmal anders. Ja, verstanden. Nächste links. Direkt vor ihnen im Wald. Bravo hört, komm. Dann lassen Sie unbedingt eine Einheit am Schmuckhändler. Die werden auf jeden Fall zum Schmuckhändler fahren, weil die Diamanten dabei haben. Verstanden, Ende. Fahren wir wieder hin. Jo. Muss ich mich nochmal kurz lotsen? Ja, geradeaus. Haku für Charlie kommen. Nächste Hört links. Sie? Würden Sie uns einmal hier oben bitte abholen, nächste da wieder links, ja, verstecken. Obwohl. Ja, mach mal. Kann ich auch geradeaus, oder? Ja, kannst du auch. Bravo an alle Bravo-Einheiten. Meldet sich bitte mal eine freie Einheit, komm. Eins wird. Ja, begeben Sie sich bitte mal zum Schmuckhändler und warten Sie da unauffällig auf einen roten SUV. Beim Eintreffen des roten SUVs bitte melden. Linksrum hättest du gemusst. Was machst du? Ja, wenn mein Kollege nicht weiter 2000 Wände. Unbekannt hat dich schwer verletzt. Ja, komm. Ja, du bist ausgestiegen. Du Held. Nee, ich hatte nicht mal die Hand an der Maus. Nochmal wiederholen, komm. Wir sind auf dem Weg, komm. Ja, sie kriegen gleich weitere Infos. Fahr du weiter, ich bin wahrscheinlich verdurstet. Tut mir leid. Sorry. Bravo 1 hier, Bravo, komm. Hört sie? Also, es geht um den gesuchten SUV, den wir gerade in Charlie verfolgt haben.
dieser hat Diamanten dabei. Es befinden sich drei schwer bewaffnete Personen in diesem SUV. Heißt, sie sollten vorsichtig dort sein. Beim Eintreffen umgehen melden, dass Sakum wird mit der LAU so schnell wie es geht bei ihnen sein. Wir werden sie uns gleich auch noch auf den Weg geben. Und bei weiterem Eintreffen Bravo des roten SUVs, genau, werden wir dann Bravo 2 dazu rufen. Komm. Hat D1 so mit, haben wir denn ungefähr einen Namen oder ähnliches? Komm. Das ist negativ. Ein roter SUV mit Diamanten wird, glaube ich, reichen. Komm. Also BWA. Alles klar. Eins Ende. Auch gut. Habe ich heute schon mal wieder gelesen. Hallo. Das ist Kleber. Mein Kollege dehydriert. Haben wir denn den Kollegen? Ja, der dehydriert. Ich fahr gleich mal lieber. Ja, ist besser. Der war heute auch schon öfter. Ja, der Kollege mag sie. Wäre gut, wenn sie schnell sind, denn wir müssen ganz, ganz schnell wieder los. Wahrscheinlich wird er. Ja, wir haben per Thermal sich Kontakt hergestellt, wir bleiben die ganze Zeit dran. Ja, wir fahren hinterher. Du mal nach, wie die Halle aussieht. LAU, hier, Bravo, komm. Ja, hört sie. Dürfen wir auch mal die Position erfahren? Komm. Position Mattel. Verstanden. Sie fangen gleich die EP14 an, oder? Komm. Positiv. Ja, sollen wir mal ein Nagelbad legen? Komm. Mach mal, ja, wäre mach mal Blaulicht aus, ne? Schnell. Boah, alles rot. Noch ein weiter und das Ding wäre explodiert. EMP Nagelband auf. Ist nach der Rechtskurve hinter der Tankstelle gelegt. Aufnehmen, ist in DP14 hier Offroad gefahren. Fuck. Dreht um. Fährt jetzt hier nördlich vom Berg entlang. 60%. An die Bravo-Einheiten, wir haben Kontakt wieder aufgeschlossen. Der Herr ist immer noch in Charlie. Ich bitte, dass die Hauptstraße, eine in Richtung der Hauptstraße. Einheit noch in Schmuckhändler bleibt. Sprecht euch untereinander ab. Eine könnt hier noch zur Unterstützung kommen. Komm. Na dann. Fahr. Ja, die Einheit links. Die Limousine. Wir würden fahren. Komm. Links. Verstanden. Ende. Jetzt wieder links. Ganz links. Richtung Tabakplantage. Entschuldigung. Ja. Da. Position Mattel und Strike. Fährt weiterhin auf der Hauptstraße. Herr Taft, Sie könnten auch mal ein Nagelband irgendwie bei DP13 legen. Weiterhin Hauptstraße. Gleich DP13. Bravo ist dran, Bravo 1 kommt entgegen. Ist er da? Ja, ist jetzt gleich in DP13. Ah, ja, ich sehe. Ortseingang jetzt. Fährt Richtung Schmuckhändler. Fährt jetzt Richtung Schmuckhändler, kommt ihnen entgegen. Achtung, Nagelband liegt vor der Kurve. Also vor der Verstanden, der SUV hat kein Licht an. Nagelband EMP. Wurde gelegt. Ich hab ne EMP. Ja, ist doch scheißegal. Verstanden. Sollte dann jetzt gleich eintreffen. Passen Sie auf, die sind bewaffnet. Nochmal die Warnung, Sie sind bewaffnet. Nagelband hat nicht funktioniert. Vorsicht! Jo, ich seh's. Ah, die sind des Todes. Links. Ja, ich sehe ihn. Das Nagelband hat nicht funktioniert. Wir nehmen die Verfolgung weiter auf. Doch hat's. Doch, Nagelband ja, hat funktioniert. Nagelband hat funktioniert. Ausgestiegen. Ist das nur einer kommen? Drei. Zwei Personen bis jetzt sichtbar laufen übers Feld in Richtung Schmuckhändler. Ich denke, die wollen ihre Ladung loswerden. Beeilen Sie sich. Gehe ich von aus, wir sind auch auf dem Weg. Wir sind gleich in Position. Ja, ihre Einheit am Schmuckhändler soll sich einfach am Schmuckhändler positionieren und die dort abfangen. Komm. Einer ist am SUV, einer ist auf dem Berg. Läufst du da? Ja, die Einheit ist jetzt gerade genau daneben. Die Einheit ist genau daneben, oben am Berg. Hände auf Kopf.
Schnell zum Schmuckhändler! Der ist fast da! Gehen Sie einfach zum Schmuckhändler und dort in Stellung. Der kommt. Am Schmuckhändler ist keiner. Mayday, Mayday! Bravo, unter Beschuss! Ja, ja, eine Person läuft jetzt in Richtung Wasser. Okay, ist ins Wasser gesprungen und schwimmt jetzt weg, ne? Ich werde per Thermalkontakt Ausschau halten. Ja, der ist im Wasser, der schwimmt weiterhin, kommt jetzt, ist gerade an der Oberfläche gewesen, geht jetzt wieder runter, schwimmt weg vom Strand. Habt ihr Position? Ja, warten Sie, schießen wir sind mal nicht weiter, wir gehen mal runter und geben mal eine H-Meldung, dass der sich mal ergeben soll hier. Ich mach den Bereich hier als Sperrzone. Zwei Leute mit guten Waffen mal bitte auf den Taro aufsteigen. Wir fliegen dann direkt über den. Auf die Bank. Sind die denn bitte? Im Wasser drin. Ich hab Kontakt hier auf dem Ballon. Hallo, ich sehe ihn noch. Alonso. Was? Ich hab Kontakt, darf ich schießen? Wo im Wasser? Ja. Ich hab ihn. Nein, warte, warte noch, warte noch, warte noch. Warte noch. Er ist auf 2 für Strike. Ja, ich sehe sie. Der Heli ist aber bitte höher, wir können die sonst Köpfe sonst nicht sehen. Sollen wir schießen oder sollen wir. Warte, was haben wir? Ja, wir verfassen jetzt eine Polizeimeldung und dann schießen. Verstanden. Zivilhelikopter schwebt hinter uns, da soll ich Warnschuss abgeben? Jo. Das Ding geht runter. Rufen Sie, ja, ruf dem doch mal zu, der soll einsteigen. Wir können die Köpfe sonst nicht sehen. Gib Alarm an. Ah, ne, ist gut, der dreht ab. Gib ihm noch einen Warnschuss. LRÜ höher, wir können die Köpfe nicht sehen. Der Hummingbird setzt Leute ab. Der ist auch im Wasser und wir haben selber Schützen dabei. Der Hummingbird hat gerade Leute abgesetzt. Wo? Wo? Höhe, also Richtung DP13 an der Hauptstraße. Richtung DP13 an der Hauptstraße. Der außerhalb der Sperrzone. Ich begebe mich noch zu. Sie sollen den Gefangenen sofort ins Hauptquartier bringen, da an der Straße steht. Bravo 2, der zivile Heli ist hinten bei der Kirche runtergegangen. Der ist schon durchgegangen. Bringen Sie den Eingefangenen sofort ins Hauptquartier, komm.